Servusle, grüßt euch, schön, dass ihr wieder hier seid. Frischer Tag ist gerade geworden. Ich habe leider nicht im Lager weiterbauen können. Das war eigentlich mein Ziel, dass wir das heute mal fertig machen. Ich kam aber nicht dazu. Machen wir also entweder morgen oder übermorgen fertig. Dafür werden wir heute dem Gärtner hinten mal das Gebiet erweitern und das zweite Pferd holen. Machen wir einen gemütlichen Ausritt zum Muttertag, mehr oder weniger. Jetzt habe ich vorhin gemerkt, ich sehe hier gar nicht so wirklich rüber. Der eine Baum, denke ich mal, der muss weg, Leute. Also nicht der da oben, auch nicht der da drüben, aber der hier. Der muss weg, der versperrt nicht nur die Sicht auf die Gärts, die wir dann da haben werden. Der muss einfach weg, ne? Der passt hier überhaupt nicht mehr hin. So einfach ist das, wenn man sich irgendwie was vorgenommen hat, ne? Aber ich habe das auch schon. Ne, der muss weg. Ich zeige euch ja warum. Ich will ja irgendwann da oben chillig mein Frühstück genießen. Ja, das ist einfach so. Wir müssen, hoppla, wir müssen gucken, dass wir eine schöne Aussicht haben. Und je höher ich gehe, desto mehr nervt mich der Baum. Auch hier, ich weiß nicht, also da, wo das Fadenkreuz jetzt ist, ne? Jetzt gehen wir mal ganz hoch. Schauen mal, weil dann sehen wir nämlich rüber. Ich habe schon ein bisschen erweitert, wie ihr gesehen habt, wahrscheinlich gerade. Das soll ja zweietagig werden, ne? Zweietagiger Pferdestallerlalle. Hier, ne? Der eine, der kann ruhig den noch ein bisschen verdecken. Den werde ich wahrscheinlich in ein, zwei Wochen wegnehmen, aber der hier muss mal weg. Dann sehen wir nämlich diesen Feldbereich, weißt du? Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Und dann bauen wir schön drüben den Zaun auf. Dann ist der Gerd schon mal versorgt und dann gehen wir rüber und holen das zweite Pferd, das ich da angeblich gesehen habe. Ne? Ich hoffe, dass ich mich, ne, dass es eine Kuh war. Ich wollte eigentlich auch rumlaufen, ne? War ja auch so ein Plan. Gedacht, komm, ich laufe mal rum, vielleicht finde ich die schwarze Stute, von der ich da immer träume. Was machst denn du, Voucher? Du hättest doch da. Egal. Egal. Wir chillen uns jetzt einfach hier gemütlich weiter. Das Bett müssen wir auch mal irgendwann umziehen, weil das ist der denkbar blödeste Stock hier. Aber gerade so und schön andächtig still war, ne? Ich habe jetzt gerade überhaupt einen Faden verloren, wo ich hin wollte. Eigentlich rüber, ne? Aber rüber geht es eigentlich am besten von oben. Wir werden das Bett in den Stock bauen, wo wir hier rüber können, ne? Da haben wir die beste Anbindung, auch wenn wir auf die Felder gehen und so weiter. Das habe ich mir so überlegt. Jetzt essen wir aber mal ganz kurz hier noch ein bisschen guten alten Hafer. Vielleicht sollte ich dem Alterle mal ein Steak aufkochen, die Tage, weil der hat schon echt ewig keine Steaks mehr gehabt. Hier habe ich schon ein bisschen erweitert, ne? Hier, das werden wir alles später dann vielleicht noch größer machen. Der Baum, habe ich gesagt, der will weg. Hat es mir zugeflüstert heute Nacht. Den machen wir jetzt weg, Leute. Den machen wir weg. Dann sieht es nachher von da drüben richtig schön aus. Dann haben wir Blick auf unsere Pferde. Wir machen es ja auch ein bisschen, um uns hier wohlzufühlen und abzuschalten. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder mit Erde. Egal, dann machen wir das halt. Da sind wir schon in der Baumkrone. Ja, der Gerd. Habt ihr gehört? Ja, da müssen wir auf jeden Fall gucken. Der Gerd ist ja ein Lebewesen, weißt du? Der braucht da schon seinen Platz, dass wir das jetzt hier nicht lumpen lassen. Und das Lager, wie gesagt, ich muss es halt noch ausheben. Das kostet nochmal ein bisschen Zeit, deswegen kam ich da jetzt halt nicht dazu. Nicht, weil es Zeit kostet, ich hatte die Zeit nicht so rum. Und das machen wir aber die Tage dann so, dass wir wirklich noch einmal runtergehen zusammen und ich die ganzen Mats dann schon dabei habe. Das bereite ich dann mal vor, dass wir das mal aus dem Kopf kriegen. Wow, das war ja ein Riesenbaum. So, jetzt ist er aber weg, ne? Jetzt können wir nämlich nochmal hoch. Ist noch ein bisschen holprig hier. Und dann holen wir dem Gerd seine Ilse. Ne? Der braucht ja eine Frau. Der arme Kerl. Das geht uns da oben vielleicht kaputt. Eine Ilse zu haben ist nie verkehrt, finde ich. So, das Bäumel ist jetzt weg. Hier habe ich schon mal so Doppelzaun gesetzt, weil ich halt einfach nicht weiß, ob der nicht dann da drüber Kopf kommt. Was sind das jetzt hier? Geh mal du weg, Alterle. Ah, da habe ich vorhin Birken geschlagen, ist klar, ne? Also. Abgeholzt, Birken geschlagen. Hier, das machen wir jetzt einfach hier so rum drum. Chaga. Ich muss gleich noch ein bisschen Zaun nachbauen, merke ich. Alter, das war blöd. Den hätte ich gerne ein bisschen knapper gesetzt gehabt. Mal hier weg. Ja, weg. Hier hätte ich es gerne hin. Weißt du, dass die auch richtig schön auslaufend Platz haben hier. Muss das jetzt. Nee. Was irritiert dich jetzt hier, Voucher? Hier hin. Einfach hier hinsetzen. Ja, super. Dann hauen wir hier, gehen wir so rüber. Ah, kein Zaun mehr. Bescheuert. Gehen wir Zaun machen. Haben wir oben eine Werkbank gehabt? Weiß ich jetzt auch schon nicht mehr. Aber ich glaube ja. Also wir haben an jedem Location-Punkt irgendwie eine Werkbank. Ah, heute ist Sonntag. Hey, schon wieder das Wochenende vorbei. Das geht so rucki-zucki, oder? Oh, falls jemand von euch Subnautica geguckt hat, ich habe da jetzt eine kleine Pause vor. Das werde ich nachher ankündigen in dem Clip. Schon mal als Vorwarnung. Kommt aber wieder The Forest dafür. Und ich mache da auch nur eine Pause. Ne? Also ich werde nicht für immer aufhören, ist klar. Kann ich ja schon mal vorwarnen für die Voucher-Gucker unter euch. Ne? So, 20.
Ja, muss einfach ab und zu mal sein, weißt du? Ich habe da mich ein bisschen verrannt im Content. Ich brauche einfach eine Pause. So, jetzt hau mal den Zaun hier noch durch. Das müsste doch aber reichen, oder? Wie viel habe ich denn jetzt? 40? Ah, das wird schon reichen. Gehen wir rüber. Hier wollen wir auch noch fertig bauen. Minecraft, da haben wir viel zu tun. Und hier muss ich sagen, also hier fühle ich mich momentan echt noch am wohlsten. Ich weiß auch nicht, so gechilltes Spiel, ne? Ihr seid so gechillt, alles super. Das ist so meins gerade. Aber reicht es? Jetzt pass mal auf, jetzt mache ich das. Ich mache es erstmal zu, ne? Ich mache es erstmal zu, würde ich sagen. Hier, das würde ich schon gern hier richtig, richtig, richtig groß. Wie oft habe ich ihn jetzt richtig gesagt? So oft, dass es richtig war, da. Kam rüber, dass ich es richtig meine. So, bis hierher. Den Rest können wir dann immer noch erweitern, wenn wir mal mehr Pferde haben. Bis jetzt haben wir ja nur den Gerd und die Ilse, wenn alles hinhaut, ne? Das werden wir jetzt dann gleich sehen, was ich da geträumt habe. Wir laufen da jetzt gleich jeden Moment rüber. Hier hin, hier machen wir zu. Ja, das kann ruhig so ein bisschen verschnörkelt hier sein. Das macht mir jetzt nichts. Hier und hier. So, jetzt ist das Ding zu. Jetzt muss ich hier wieder weghauen. Hier wird der Haupteingang. Der Haupteingang zu Gerds und Ilses Reich. Zauntor. Nein. So, habe ich heute einen Knick in der Optik oder was? Was heißt heute? So, alles klar, das ist erledigt. Ist schon ein bisschen größer, ne? Und er hat trotzdem noch den Baum, wo er sich Schatten holen kann. So, Gertl, pass mal auf. Jetzt will ich mal sehen, ob das für dich korrekt ist, Alterle. Soll ich ihn jetzt auf den Popo schlagen, um zu gucken, ob er da runter rennt? Ja, Gerd, das ist unser Gerd, der weiß ganz genau, was er will. Gleich mal ausgecheckt hier, komm, dann mache ich dir überall mal ein bisschen Licht hin, Gerdl. Weißt du, dann brauchst du nämlich hier nachts keine Angst zu haben, dann musst du dich nicht fürchten. Das Schwein, das war noch ein Schweinegeräusch, ne? Machst du Schweinegeräusche nach, Gerd? Muss ich dich bei Wetten, dass anmelden? Gibt es überhaupt noch? Gibt es noch Wetten, dass, Leute? Ich habe keine Ahnung. Bin jetzt so der Fernsehgucker. Eher so der Serien-Junkie dann, wenn. So, mein Freund Gerdl, hä? Soll ich dir eine Frau holen? Soll ich dir eine Frau holen? Ja, das war eindeutig ein Kuss. Das bedeutet ja. Hätte auch heißen können, nee, Voucher, du reichst mir. Jetzt schauen wir uns das aber mal an, ob das tatsächlich die Wirkung hat, die ich mir davon versprochen habe. Denkt dran, wir ziehen das Bett um. Wir gehen jetzt auf das Stockwerk, wo wir zukünftig schlafen werden, ne? Da müssen wir jetzt mal gucken, dass das hier alles seine Richtigkeit hat. Und ich würde, wir könnten eigentlich sogar eins weiter oben schlafen noch. Das machen wir auch. Wir pennen oben im Penthouse-Bereich. Das wäre dann hier. Und dann guck dir es an, wenn wir hier draußen stehen. Sehen wir den Gerd? Ist das nicht cool? Ist das nicht cool? Das ist doch viel geiler, oder? Jetzt essen wir nochmal. Dann gucke ich, ob ich den Sattel dabei habe. Sattel haben wir dabei, Rüstung haben wir dabei. Dann würde ich sagen, Leute, wir gehen. Wir gehen jetzt rüber. Wenn der Voucher noch wüsst, wo es lang geht, wäre es echt ein absoluter Traum. Vielleicht baue ich mir hier auch eine Brücke rüber. Mal gucken, mal gucken. Okay, nee, jetzt machen wir nicht lang rum. Jetzt haben wir eine halbe Folge Zaun gebaut. Das ging recht schnell. Da war ich schon viel langsamer. Denkt zurück, Leute. Denkt einfach mal zurück. Ja, ich bin heute noch nicht viel schneller, aber ein bisschen routinierter. Ich sag mal, was ist denn eigentlich mit dir hier, ne? Bist du nur ein Laubwerk? Das könnte ein kleiner Baum sein, der sich hier drin versteckt. Den machen wir auch mal noch weg. Ein bisschen Licht darf es ruhig sein. Nur nicht zu sehr. Nehme ich mit dem Werkzeug. Wir nehmen die Axt. Genau, und dann machen wir das Lager fertig die Tage. Dann haben wir da mal einen Haken dran. Dann räumen wir auf und dann geht es ans U-Bahn bauen. Und vor allem, ich freue mich echt auf die U-Bahn, auch auf den U-Bahn-Trakt. Ich will da noch ein Gasthaus hinsetzen unten und so weiter. So, Gerd. Es wird aber nicht schon wieder dunkel jetzt. Erzähl mal das nicht. Ich habe gerade eben ausgepennt. Könnte zeitlich aber hinhauen. Dann machen wir vielleicht ganz kurz hier 2 Minuten Feld, bis es ganz dunkel ist. Jetzt kommt er wieder, ne? Ich kriege euch jedes Mal auf die Felder. Habt ihr schon gemerkt? Ist aber auch ein Traum, so ein Riesenfeld zu haben, weißt du? Ist echt ein Träumle. Oh, guck mal, da können wir Brote machen. Das ist natürlich cool. Oh, da sind viele gewachsen. Das heißt, der liegt im Chunk-Bereich, der Gerd. Das finde ich super. Ja, machen wir uns Brote, dann kann ich nämlich das andere Zeug mal irgendwann wieder wegräumen. Schudi-dumm, schudi-dumm, schudi-dumm. Da war noch Brote drin? Das weiß ich ja gar nicht mehr. Das wusste ich ja gar nicht mehr, mehr. Haben wir noch einen Humusbereich hier irgendwas liegen? Das können wir mal hochmachen, das können wir auch hochmachen. Ich habe doch vorhin Humus gesehen. Da liegt er doch. Da.
Es passiert mir immer wieder, ne? Es passiert mir immer wieder, es hört einfach nicht auf. Hier machen wir Gartenerde. Schabupp, wo warten das? Die muss da hinten reinkommen, bevor es ganz dunkel ist. Rennen! Rennen! Hier war's. Was war das schon wieder für eine Melodie? Irgendwas aus der 90er bestimmt. Oh Mann, Leute, die Zeit fliegt, weißt du? Weißt du das eigentlich, dass wir immer älter werden? Achso, wir wollten ja motivieren, ne? Wir wollten hier chillen und motivieren. Im Prinzip werden wir nicht älter, wir tun nur so. So, Erde ist verbaut, umhaken tue ich es beim nächsten Mal. Wir schlafen und dann holen wir die Ilse! Die Ilse, Leute! Wir haben auch schon lange kein Vogelscheuchen mehr aufgesetzt. Aber bald sind die Felder fertig und dann können wir die Vogelscheuchen erweitern. Alles klar, 4-4, dann machen wir uns hier wieder die Specialbrote. Schawupp. Alles klar. Ich spüre es schon, wie wir gleich auf der Ilse heimreiten werden. Wir machen aber dann 2, 3 Meter. Wir machen noch einen kleinen Rundgang bei der Ilse. Vielleicht kommen da noch andere Pferde. Und ich glaube, die Ilse hat ja auch keine Punkte. Ja, komm, wir gehen einfach. Geh einfach los. Hier wächst unser Weizen nach. Das ist schön. Guck mal, hier wird auch langsam. Pass schön auf. Pass. Eine Nase fehlt ihm, ne? Ist aber egal. Der braucht keine Nase. Der Vogelscheuch. Der Herr Vogelscheuch. Da, da hinten ist ein Bienenstock im Baum. Sehr schön. Ja, weißt du, U-Bahn. Hier, das wird dann wieder ein Teilbereich unserer nächsten Projekte. Die Projekttage. Hier, wenn wir, das müssen wir ja auch noch fertig bauen. Wir haben ja hier einen Kaffee drin, ne? Weiß gar nicht, ob die Neuzukömmlinge das schon gesehen haben. Hier wird ja auch ein Kaffee reingebaut. Ich habe es nur irgendwann liegen lassen. Hier, ne? Hier unten drunter. Hier unten drunter. Also hier, ne? Das war jetzt das Zeichen für zeig's uns genauer, Voucher. Wieso ist denn da ein Loch drin? Habe ich schon vergessen. So, hier geht es dann entlang. Da fahren wir jetzt einmal professorisch den Weg entlang. Durch unseren Wassertunnel. Die, schabupp. Das machen wir als allererstes. Als allererstes verbinden wir ganz grob die Schienengeschichte hier mit dem Schneebiom fertig, dass wir rüberfahren können. Das machen wir als erstes. Jetzt hoffe ich mal, dass ich die Ilse noch finde. Ich weiß nämlich nicht mehr ganz genau, wo es war. Das sind irgendwelche Schweine. In die Richtung jetzt von hier aus gesehen, geradeaus, hinter dieses kleine Hügel hier. Ne? Also hier, das sollte man demnächst mal entdecken gehen. Ich weiß gar nicht mehr, was da war. Ich hab's vergessen. Da laufen wir mal in die Richtung. Machen wir eine kleine Adventure-Runde bald. In diese Richtung, ne? Und in den Nether wollen wir auch wieder. Ja? Spring, mein Freund, spring! Mal geschwind auf der Schinken geklopft hier. Alter, jetzt haben wir Sommer, ne? Ich hab's die Tage gemerkt, dass es hier mal richtig warm wird. Also ich werde auf jeden Fall irgendwann mir eine Wohnung suchen, wo ich wieder im Keller wohne. Ich habe mal eine Kellerwohnung gehabt. Ist jetzt nicht so die Idylle beim Rausschauen, aber Alter, so ein Typ wie ich hier, ich habe doch hier Aussicht, ne? Ich muss nicht auch noch aus dem Fenster gucken können. Und da ist halt schön kühl im Sommer. Die Hühnerfarm müssen wir auch noch fertig bauen. In Anführungszeichen Farm. Ich sage immer Anführungszeichen dazu, weil es ist ja eigentlich keine Farm, ne? Hat der Voucher euch da noch nicht mal Wasser reingeleert? Ich komme zurück. Ich komme zurück. Versprochen. Eines Tages wird er zurückkommen. Ist das eine Kuh oder ein Pferd? Nee. So, ich glaube, da hinten auf den Hügel müssen wir. Habe ich den Übergang noch da oder habe ich den wieder abgebaut? Das weiß der Voucher. Da hinten ist noch der Übergang. Den nehmen wir nochmal mit. Da können wir mit der Ilse gleich drüber hüpfen. Jetzt pass auf. Jetzt kommt der große Moment. Mach Platz, Digga. Das sagt der Richtige. Hier war unsere Lavastelle, ist klar. Dann war dahin. Wir laufen jetzt mal in die Richtung. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Gibt jetzt keinen Tagesausflug, ne? Aber so ein paar Meter mal in die Richtung. Vielleicht finde ich irgendwo noch ein anderes Pferd. Ich glaube sogar um die Stadt rum waren Pferde. Ich meine, den Gerd haben wir jetzt, ne? Braun mit Flecken. Die Ilse wäre ganz braun. Es sei denn, wir finden noch eine bessere Ilse. War das ein Kuhgeräusch oder ein Pferdgeräusch? Ihr müsst mit mir reden, Leute. Ihr müsst mit mir reden, Tiere. Habe ich Leute zu den Tieren gesagt, ist auch nicht schlecht. Aber so manches Tier ist ein besserer Laut, ne? Ist die Einzahl von Leute laut. So, die Felder, die werden hier auch nicht wirklich, weil ich nie hier bin. Was ist denn das hier für ein Riesenbusch? Rutenhirse. Die gemeine Rutenhirse. Daraus baut wahrscheinlich der Knecht Ruprecht sein Zeug. Guck mal hier, ne? Das wächst so ein bisschen, aber nur ein bisschen. Jetzt habe ich natürlich die Orientierung verloren. Das müssen wir uns gleich nochmal neu ausrichten. Hier will ich jetzt einmal links einen größeren Bogen schlagen.
Weil ich dachte, oder war das die andere Stadt? Wir hatten doch mal eine Pferdestadt gefunden. Wisst ihr noch, wo ich gedacht habe, hey, das war Rohan. Da waren ganz viele Pferde nämlich. Hier sehe ich jetzt aber nichts Pferdemäßiges. Warum ist da ein Block in der Luft? Warum ist hier ein Block in der Luft? Der ist echt in der Luft. Wieso ist der in der Luft? Das war ein Baum. Er hat es nicht geschafft. Ich mache den jetzt mal weg hier. So. Ach, guck an. Wärmt ihr euch hier? Wärmst du dich hier? Jo, Voucher. So, pass auf. Sind hier noch Pferde? Da drüben könnten wir auch mal gucken. Ey, jetzt muss ich natürlich wieder schauen, ne, dass ich mich nicht wieder von einem ins andere flüchte. Naja, aber das sieht eher aus wie ein Waldstück. Ne, da kommt auch so ein Berg da hinten. Da hat es mit Sicherheit kein Pferd, sagte er und ging auf den anderen Weg hinzu. Soll ich dich? Ne, ich schubse nicht rein. Die kann ja auch nichts dafür. Die wärmt sich ja nur. Wobei hier ist bestimmt nicht kalt. Es ist einfach ein herrliches Spiel, oder? Ohne Witz, das macht so viel Laune. So, da ist die Stadt, dann müsste es in die Richtung zu den Pferden gehen. Rechts noch ein bisschen mehr. Ich laufe jetzt bewusst aber weiter links. Auch schön ein kleiner See. Nicht so tief, da kann man schön baden. Da gehen bestimmt die Dorfis hin baden. Die Dorfis. Sie kommen ja selber nicht gerade aus der Großstadt. Was war das für eine Lache? Wo hat er die jetzt aufgegriffen, Alterle? So, komm, lass gucken. Wo sind unsere Pferdsche? Ei, wo sind unsere Pferdsche? Hier sind ganz viele Lavastellen auf einmal. Wenn, dann sind sie hier in die Richtung. Ich finde es bestimmt nicht. Ich finde es jetzt bestimmt nicht einfach so. Was ist denn das hier? Ein Champignon. Ein Champignon. So mancher Pilzsammler hätte seine Freude jetzt hier gehabt. Hier, lass uns mal hier ein bisschen rumgucken. Ein Huhn. Verschiedene Kuhn sind's. Da hinten ist was Dunkles. Da ist, glaube ich, ein dunkles Pferd. Ja, Leute, da ist ein dunkles Pferd. Guck, guck. Oh mein Gott. Ilse, die Stute, Alter. Guck dir das an. Du bist aber nicht ganz schwarz. Oh, ist das ein schönes. Oh, den brauchen wir. Den brauchen wir. Bleib da, Alterle. Oder? Doch, den will ich. Mehr wie die Ilse gerade. Guck mal her. Ah, ohne was zum. Oh, leck. Oh, leck. Ich hab's schon wieder. Ich bin total nervös jetzt, weil den habe ich nämlich echt gewollt, so einen. Nicht am Wasser, haben sie zu mir gesagt, Alter. Warum rennst du jetzt am Wasser rum? Und nochmal. Bis Herzen aufsteigen. Ich gucke natürlich, die Herzen kommen, glaube ich, aus dem Arsch raus hinten. Oder? Waren die denn jetzt letztes Mal aus dem Bobo rausgeschossen? Boah, Alter, entspann dich. Komm schon. Komm schon! Wieso dauert das jetzt so lang? Da war der Gärtner ein anderer Kerl, Alter. Das sind die Frauen hier, ne? Die Ilse, die macht natürlich jetzt hier länger rum. Kommst du zurück? Was ist mit dir? Jetzt haben wir's. Wir haben. Hä? Nö. Ist das was Besonderes? Wo willst du hin? Jetzt steigen Herzen auf. Habt ihr das gesehen? Wir haben's. Es gehört uns. Jo, guck. Machen wir hier gleich die volle Bestückung. Zack, Sattel rein. Lauf mal. Alter. Komm mal her. Lauf mal hier auf dem geraden Weg. So, stopp. Absteigen. Absteigen. Ich bin total nervös, gell? So, Pferdemenü. Kriegst du auch noch deine Rüstung? Für alle Fälle. Wie siehst denn du aus mit Rüstung? Bleib mal hier, bitte, Alterle. Schön. So, wo sind wir jetzt? Hier ist die Stadt, dann müssen wir grob darüber. Nicht in die Lava am besten, sonst habe ich es gleich wieder. Sag ich es nicht gerade noch, Alter. So, haltet euch fest, jetzt wird es wieder ein paar Ladezugungen geben hier. Kennt man ja, ne? Wenn plötzlich die Chunks hier am Durchdrehen sind. Ey, wir sind sogar ziemlich gut auf dem Weg. So, Ilse, zeig mal, was da drauf ist. Kann ich hier rüberhüpfen mit ihr? Nein! Nein! Ilse! Auf. Ilse, komm. Ilse. Scheiße. Voucher, was machst du für ein Scheiß? Oh Gott. Verzeihung. Verzeihung. Nein, nicht mit der Fackel. Oh Gott, ich bin so nervös. Ilse, komm, Alter. Ilse. Oh Gott, der verreckt man noch. Der verreckt man noch, Alter. Kurzer Moment. Kurzer Moment. Voucher hat es jeden Moment. Hier, guck mal, habe ich dir schön hingebaut. Hier.
Oh, Gott sei Dank kannst du schwimmen mit der Rüstung. Ja, komm, komm, kämpf dich hoch. Oh, wir haben's. Ich bin 1000 Tode gestorben jetzt. Ich dachte jetzt, das war's, ne? Das einzigste schwarze Pferd, was ich jemals in meinem Leben besitzen werde. Ich hätte es fast getötet. Nein! Was ist denn heute los? Verzeihung! Verzeihung! Ich habe gerade oben gelesen, dass wir hungrig sind. Und. Ilse, warte mal, Alter, es tut mir leid, Ilse. Ich muss nur essen, ich will noch nicht sterben. Wow, was eine Prozedur. Jetzt bleiben wir aber dran, oder? Wir sind noch nicht drüben. So, komm her, es tut mir leid. Echt, ich schwör's, es war keine Absicht. Ich kann aber auch nicht langsamer reiten, oder? Nee, jetzt bin ich wieder abgestiegen. Man kann nicht langsamer reiten. Also gut, müssen wir halt durch. Da müssen wir jetzt durch. Ist ja nicht mehr so weit. Ja, brrr. Brrr. Guck mal, hier sind wir, glaube ich, auch mit dem Gerd entlang. Was der Gerd kann, kannst du auch, Ilse. Hier. Keine Männerdomäne, ne? Pferde, mein Freund. Meine Freundin, muss ja eigentlich Freundin sein. Es wird dunkel, Ilse. Hier sind wir das letzte Mal mit dem Gerd auch so leicht abgerutscht. So, jetzt komm halt. Hier musst du hoch. Ja, komm. 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 Gott, es tut mir so leid, Ilse, aber ich kann es nicht anders. Gott, ich werde es noch tot machen, bevor wir drüben sind. Alter, nicht in die Richtung. Wo gehst denn du jetzt hin? Ey, Baby, Baby, guck mal hier. Guck mal hier, was der Voucher macht, dir Platz. Guck mal. Komm. Sorry, Leute. So habe ich es nicht geplant, aber das wisst ihr ja, ich plane nie. Aber dass es dann so schief geht. Ey, Ilse, jetzt ist auch noch dunkel. Oh, komm. Den scheiß Dings hier hoch, Diggerle. Wie kriege ich denn das Pferd jetzt hier raus? So. Stopp, stopp, Ilse. Ilse Bilse, keiner will sie. Doch, der Koch, Tobias Knoch, nahm sie doch. Tut mir leid, jetzt müssen wir auch noch im Dunkeln hier rumeiern. Jetzt fäll ich schon Bäume. Jetzt fällen wir schon Bäume, dass wir heimkommen, Ilse. Guck. Ey, wie sie gleich wieder Damage nehmen, weißt du? So. Ilschen, jetzt haben wir nur ein Problem. Ich weiß so überhaupt nicht im Dunkeln, wo wir hier lang müssen. Ja, passt schon, passt schon. Grob. Oh Gott, Alter, hey, mir dreht sich der Magen gerade rum. Ich guck mal kurz im Buch. Was ist denn das hier? Hier sind die Felder. Alter, dann sind wir mal verkehrt. Wir müssen dann hier lang. Mach mal Licht. Wir müssen hier lang. Die ist aber auch so schnell. Ich komme voll nicht mit. Guck mal hier oben. Hier oben sieht gut aus. Hier so. Ja. Ja. Hier ist unser Loft, Alterle. Wo sind wir? Das ist ja cool. Das ist ja cool. Da oben ist der Stall, Ilse. Da müssen wir rüber. Okay. Wie komme ich hier hoch? Ich glaube es zwar nicht, aber doch, Ilse, das schaffen wir. Hast du gesehen? Die ist den Zaun entlang. Wir sind da. Wir haben es geschafft. Oh Mann. Ja, ich bin stolz. Falscher Knopf. Verzeihung. Gott, Leute. Sagt bitte nicht, was ihr denkt. Wo ist denn der Gerd? Da oben. Gerd, guck mal. Guck mal, Gerdl. Hier ist die Ilse. Alter, ich bin mit der über den Zaunfall drüber gestiegen, ne? Hoffentlich bleiben die hier drin, die zwei. Ja, ist gut. Guck, guck, Gerd. Hä? Der will jetzt nicht so, wie ich will, aber egal, pass mal auf. Nein. Ey, was ist denn los? Alles klar. Der Voucher macht für heute Schluss, ne, bevor ich tatsächlich noch Pferdewurst ansetzen kann. Das schauen wir uns beim nächsten Mal dann direkt von drüben an, wie die zwei hier chillen, ne? Alles klar, schön, dass ihr reingeschaut habt. Wenigstens hat es geklappt, was ich vorgehabt habe, auch wenn es etwas holprig war zum Schluss. Bis morgen.